Der neue erfüllt alle Voraussetzungen eines Gran Turismo. Sportlichkeit, Stärke, Schnelligkeit, Präzision und jede Menge Fahrspaß. Höchster Komfort und eine opulente Ausstattung kombiniert mit den Tugenden, die man von einem Porsche erwartet. Dank seiner ungeheuren Ausmaße, fast 5 Meter lang, fast 2 Meter breit, fast 2 Tonnen schwer, kann der Panamera als Familienkutsche herhalten. Platz bietet er genug. Selbst Fondpassagiere genießen den gleichen Komfort wie Fahrer und Beifahrer. Die beiden hinteren Sitze sind identisch mit den Vordersitzen, können beheizt, belüftet und elektrisch verstellt werden. Und es dürfte der erste Sportwagen mit Kindersitzbefestigungssystem sein, damit auch die kleinsten Familienmitglieder schnell und trotzdem sicher reisen können. Allerdings für die Familie ist in Sachen Gepäck ebenfalls eine gewisse Sportlichkeit gefragt. Sicher, es gibt ein Gepäckabteil, das für einen Sportwagen mit 445 Litern nicht klein ist. Für die Familie könnte dieser Platz doch schnell knapp werden. Familie hin, Kindersitz her, im Herzen ist und bleibt der Panamera S ein Porsche und damit ein Sportwagen. 400 PS beschleunigen ihn von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden und auf bis zu 283 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ab Tempo 90 fährt automatisch der sonst elegant verborgene Heckspoiler aus und drückt die knapp 2 Tonnen noch fester auf die Straße. So gewährleistet der Panamera auch bei sehr hohem Tempo Bodenhaftung mit sportlich straffer Straßenlage. Eine Weltneuheit ist die Verbindung aus adaptiver Luftfederung und der Möglichkeit, verschiedene Fahrmodi auszuwählen. In der Komforteinstellung sorgen 4 Luftfedern für besonders sanftes Fahren. Hat man es beim Rangieren mit steilen Rampen, hohen Kanten und anderen Unebenheiten zu tun, lässt sich das Fahrzeug auf Knopfdruck um 20 mm anheben. Der Panamera bringt spielerisch Familie, Sport und Komfort unter einen Hut. Fehlt noch die Umwelt. Die Start-Stopp-Automatik, die im Umfang des Doppelkupplungsgetriebes enthalten ist, schaltet den Motor ab, sobald das Auto zum Stillstand kommt, zum Beispiel vor einer roten Ampel. Löst der Fahrer die Bremse, springt der Motor wieder an. Das führt zwar zu einer kleinen, gewöhnungsbedürftigen Verzögerung beim Anfahren, spart aber je 5% im Spritverbrauch und in der CO2-Emission. Knapp 95.000 Euro sind für die Basisausstattung fällig. Die Aufpreisliste ist schier endlos, die 150.000 Euro Marke ist schnell zu knacken. Unser Testfazit: Der Panamera ist ein sportliches und trotzdem erstaunlich bequemes Auto. Diese Mischung macht ihn in der Oberliga ziemlich einmalig. Gerade sportlich dynamische Gutverdiener, die bisher eher mangels Angebot anstatt aus Überzeugung zur klassischen Limousine greifen mussten, könnten am Panamera Gefallen finden.